Unreal Engine. Open House Games. Und Digerati. Ja, den benutzen wir zur Abwechslung heute auch mal. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Heute mit, wir können es leider nicht sehen, aber ich habe es mir hoffentlich richtig gemerkt, A Tale of Paper. Bei dem wir sehen es schon, diese kleine Papierfigur spielen, die Origami benutzt, um den Traum ihres Schöpfers zu erfüllen. So, ich lasse mich mal überraschen und ich hoffe, dir geht's genauso. Ich springe einfach mal rein und wir schauen mal, was uns so erwartet. So, der Funke des Lebens ist schon mal in uns gefahren und das ist so, meine Güte, es ist schon wirklich sehr schön, sehr süß gemacht. So, hier, Origami-Figuren, Vögel eingeritzt ins Bett, super viele Bücher, Umzugskartons, okay, ich hoffe, wir ziehen aus. Beziehungsweise, ja, die Bilder hingen ja schon ewig. Die haben schon Abdrücke an den Wänden. Hinten ist es modrig, schimmelig quasi. Da hinten wohnen die Spinnen. Und hier anscheinend der Krückstock unseres Schöpfers. So, RB mit RB. Warte, wir machen mal. Ach so, hier oben natürlich. So, ich hätte mich schon gewundert. Neil! Was ist mit Neil und warum seine Tür zugenagelt? Okay, ja gut. Können wir hier... Nee, können wir nicht, aber wir können... wir können hier rüber. Und mit LB können wir... Mit LB können wir sprinten. Es dauert ein bisschen Verzögerung. So schön. Was ist das für ein abgefahrener Fernseher da hinten? Okay. Da ist eine merkwürdige Lampe, die glimmert so vor sich hin. Es ist wahrscheinlich ein Point of Interest. Nein. Was war wir? Okay. Wir können uns anscheinend von wegen Origami-Kräfte benutzen. Wir können uns anscheinend in einen Frosch umfalten. Für die richtig weiten Sprünge. Aber wie zum Geier kommen wir da rauf? Warte mal. Kann ich... Da ist verschlossen. Warte mal. Wir probieren mal aus. Ich bin mal erstmal ganz doof quasi. Hier kommt man... Nee, ich kann mich leider nicht an dem Zettel hier festhalten. Ich kann mir auch keine Spinnen weben um die Hände. Wickeln, um da... Also, hallo. Kann ich? Das geht nicht. Nö. Ich guck das... Nee, es leuchtet auf, aber ich kann nichts tun. Schade. Da oben ist ein Schlüssel. Für das Schloss hier hinten. Wir müssten also erstmal... Oder kann ich das einfach so lernen? Kann ich das lernen? Nö, anscheinend kann ich, ich drücke hier wie wild, aber es passiert nichts, warte mal, wir könnten eventuell nochmal hier lang,
Eventuell ist es nur ein Hinweis gewesen, aber wir müssten noch irgendwie was anderes haben, um den Frosch dann auch wirklich zu lernen. Das ist was? Okay. Jetzt kommen wir wo raus? Was ist das? Nein! Das fängt schon gut an. Die Rumba des Todes ist hier am Start. Es ist Lava! Nein! Was ist denn? Ich konnte überhaupt nicht so schnell rennen. Was? Bitte wie? Ich dachte, das ist ein nettes, familienfreundliches Spiel hier. Nein, was ist das? Gib mir. Ich renne so schnell, wie es geht, aber es funktioniert einfach nicht. Nein, warum? Hilfe! Ja, sieht jetzt alt aus, wa? Da hinten sind noch Flusen. Geh mal da ran, hier, da, im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer sind noch Spinnenweben an der Decke. Wisch die doch mal weg. Das ist aber nicht die Möglichkeit. Mit R... Ich muss da erst hin, oder? Muss ich da erst hoch, damit ich... Mit RB... Das funktioniert aber nicht. Warte. Bin ich so blöde? Nee, ich bin nicht so blöde. Manchmal ja, aber manchmal auch nicht. So, wir müssen mal kurz warten. Ich glaube, wir müssen da hoch, damit wir das freischalten können. Aber dafür muss erstmal die Rumba des Todes hier. Da hinten sind... Ich habe Wollmäuse gesehen. Auf dem Weg hier rein. Da hinten. Nicht die Möglichkeit. Zu langsam. Ich komme hier nicht rein. Wie komme ich denn hier rein? Ich komme da hinten rüber. Nein, ich hätte da hinten lang gemusst. Oma, da hinten, guck mal da. Oh, sind das Fusseln da hinten in der Ecke? Riesige, geile Fusseln. Wenn du die aufsaugst, wirst du hoffentlich an einem verstopften Filter verrecken. Nein! So, warte. Hier hinten sieht sie mich bestimmt nicht. Ja, viel zu langsam. So, warte. Hier oben. Und hier kommt man dann rein. Geil, mit RB. Oha, bei der Macht von Grayskull. Jetzt können wir hier auch richtig schön auf Zwiebeln. Geil, das hat doch gut hingehauen. Kann ich jetzt hier einfach hier rüber? Nein, kann ich nicht. Geh weg! So, hier durch. Erstmal eine Schraube, zweite, die und die letzte. Die letzte bitte. Dankeschön. So, jetzt sind wir im Arbeitszimmer. Da oben ist das Buch. Okay, es reicht also nicht einfach nur eine Zeichnung zu sehen. Wir müssen unbedingt die Bücher haben. Mit X dann, okay. Warte mal, eine Kuh. Ich gehe mal nochmal. Ja, oder? Wir lesen mal. Wir erlernen die neue Origami-Technik. Wir sind ein Frosch. Geil. Aber wenn ich... Ich kann... Nein, wie geil. So, ich kann mich leider nicht mehr so umdrehen. Ich muss immer springen zum... Das wird natürlich ein bisschen schwierig. So, gucken wir uns doch mal um. Hui. So, ich komme da nicht rauf, verdammt. So, wo ist jetzt... Wie machen wir jetzt weiter? Und wo ist, Kann ich? Nee, dazu muss ich mich wieder zurückverwandeln. So, wo ist denn... Die Prinzessin, die, naja, ein bisschen verzweifelt ist und mir gerne einen Knutschi aufdrücken möchte. Ich hab keinen. So, warte mal. Irrt jetzt nicht eigentlich? Wir wollten... Nee, da war kein Buch, da war nur das Origami. Aber der Schlüssel war, um da weiterzukommen. Ich springe einfach mal dumm dreist hier runter. Ach, das ist schön gemacht, verdammt. So, hier einmal durch. Kann es sein, dass wir wieder am Anfang sind? Ja! Oha, okay, wir müssen also nicht an der Rumba des Todes vorbei. Wir könnten jetzt einfach hier durch. Sehr schön.
So, genau, ja, wissen wir. Aber wir könnten uns jetzt auch einfach in Fröschchen verwandeln. Und kläglich scheitern an diesem kleinen... Naja, egal. So, wir haben es ja auch irgendwie geschafft. Dann große... Was ist denn da oben? Da oben! Da! Da rechts oben! Was ist das? Ist das ein Vogel? Kann ich ihn lernen? Kann ich ihn einsammeln? So, warte mal. Wir müssten hier... Die Steuerung ist natürlich ein bisschen geil. So, mal hier rauf. Hallo! Collectibles? Die werden wir natürlich alle finden, ja, 100%. So wie jedes... Oh Gott. So wie jedes Spiel, was ich spiele... Es ist ein bisschen eklig hier. Vielleicht verwandle ich mich auch einfach mal wieder zurück. Das würde vielleicht ein bisschen einfacher sein. Hier komme ich nicht rüber, aber hier sind wir ja wieder beim... Oh nee, hier sind wir wieder bei der Roomba. Ist hier oben irgendwas? Da drüben war ja nichts mehr. Nö, eigentlich nicht. Theoretisch könnte ich jetzt einfach hier runterspringen. Genau. Und dann kralle ich mir einfach mal den Schlüssel. So, sehr schön. Kann ich jetzt noch... Warte mal, ich mach das mal... Springen ist nicht mehr? Was ist mit Verwandeln? Verwandeln ist auch nicht mehr? Okay. Der Schlüssel ist zu groß, zu schwer. Wäre natürlich für später, wäre das natürlich dann auch noch interessant. Wenn wir wieder vor so einer gefräßigen, viel zu teuren Bodenstaubsauger fliehen müssen. So, deutscher Versprecher, ich schließe mal hier auf. Und dann schraube ich hier hinten mal das Gitter auf. Mal schauen, wo es dahin geht. Guten Tag. So, Schraubi, einmal. Es ist keine Roomba. Es ist... Hallo. Na du, wollen wir Freunde sein, bevor du mich frisst, oder was? Was ist das? Hallo. Hallo. Was ist das? Warte mal, kann ich die... Hä? Ich habe Benutzen gedrückt. Das ist interessant. Mach's gut. Vielen Dank für die lieben Worte und ich werde die tiefe, innige Freundschaft, die wir in der langen Zeit aufgebaut haben, die wir uns kennen, immer in meinem Herzen tragen. So, raus hier. Macht's gut. Ich komm. Okay, gut. Ist ja eine Demo. Anscheinend sind wir jetzt nicht unbedingt mehr in unserem Haus, sondern wir sind einfach mal ein Level oder zwei oder fünf weitergesprungen. So, hier haben wir ein schönes Fernrohr. Der Frosch. Okay. Ah, es ist einfach nur eine Hilfestellung, dass man hier hin soll, um den Frosch zu machen. Hier könnten wir durch, aber nicht als Männchen und auch nicht als Frosch wahrscheinlich. Wir müssten wahrscheinlich nach da oben. Gibt es hier hinten noch irgendwie was einzusammeln? Nö, sieht nicht so aus. Ich verwandle mich mal in Frosch und mach das, was ich am besten kann. Durch die Gegend hüpfen. Streich das mit dem am besten. So, hier rauf bitte. Und hier weiter. Warte. Ja! Nochmal 3 Punkte. Ja! So. Was ist da hinten? Was ist das? So, das ist das Rohr von der anderen Seite. Da liegen noch... Nein, ich wollte da nicht. Ich wollte hier hoch, bitte. Ich komme da nicht... Komm ich da nicht drauf? Ich musste doch da drauf kommen. Ja. Was ist das hier? Ich kann mich in einen Ball verwandeln. Das ist, ja, die höchste Origami-Technik, die ich auch nach jahrelangem Studium beim japanischen Großmeister dann erlernen durfte. Das ist der Origami-Knüllball. So. Ach, schön. Wirklich wunderbar. Alter Schwede, was haben die denn hier in der Butze? Super gewienerter Boden, der aber leider schon mit Wasser vollläuft. Aber geil, die Lampen sind ja wohl mal richtig geil.
ein bisschen käsig zum drauf rumspringen. Wir dürfen nicht ins Wasser fallen. Dann war es das hier. Dann sind wir auch nur so ein durchnässter Origami-Knüllball. Ich will ein bisschen weiter vor, damit ich... Genau. So, schön auf die Erde. Von der Venus auf die Erde. Der Mars ist da oben. Und jetzt ein großer Sprung auf den Jupiter. Geil. Richtig gut. Kann man auf dem Saturnring... Kann man... Man kann. Es ist ein Traum. Kann ich... Oh, ich mache mir das Leben aber auch schwerer, als es sein müsste, oder? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, auf den... Ach. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, sehr schön. Ich glaube, wir haben es, oder? Jetzt noch ein beherzter Sprung. Ausgezeichnet. So, einmal wieder verwandeln und... Schraubi-Schraub. Sehr schön. Hier kommt die Ruma anscheinend nicht hin. Aber die Leuchtepilze sind schon geil. Was geht hier hinten? So, sperr mal auf. Apropos Roomba. Da hinten sitzt sie, oder? Da hinten ist das. Doch, ich habe keine Ahnung. Wo wollen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo können wir hin? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ah, so, hier, zu langsam! Es ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Wie viele Bodenstaubsauger möchte man denn hier haben? Wie viele braucht man denn überhaupt? Einer ist oben, zwei sind hier unten. So, guten Tag! Wir können uns einen Ball verwandeln! Mit Y, das ist schön. Ich bin ein Ball. Ich kann nicht... Oh Gott. Oh, die Steuerung. Oh, die Steuerung. Ist nicht so aufregend. Die Steuerung ist wirklich nicht so aufregend. Um hier mal ein bisschen in Fahrt zu kommen. Warte mal. Ich glaube, wir müssen uns hier mal hier reinstellen. Und dann müssen wir uns im Ball verwandeln. Wir können uns nicht von alleine bewegen. Okay, gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Komme ich hier einfach rüber? Ich komme hier einfach rüber. So. Springen wir hier rein. Vor lauter Schreck ins Ball verwandeln habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob wir hier noch irgendwie was zum Einsammeln haben. Außer den Tod. Da unten. In so einem hässlichen Staubsauger. Was ist denn hier passiert eigentlich? Warum sind die... Erstens, warum sind die so böse und warum sind die so nutzlos? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Weil, ja, der Keller war ja total... Der Keller war ja mehr oder minder total siffig. Heißt also, die machen ihren Job, machen die extrem schlecht und die wollen einfach nur das arme, unschuldige Blut von kleinen Origami-Figuren. So, das prangere ich an. Kann ich, das war jetzt natürlich nicht so toll. So, warte. Hier so, jetzt einmal verwandeln und jetzt rollen wir mal hier runter. Irgendwo da hinten lang. Nein, das ist aber auch wirklich schön gemacht. Es ist nur eine Abkürzung gewesen. Nun gut. So, hier lang. Hier runter. Hier lang. Das macht mir Sorgen. Das macht mir wirklich Sorgen. So, warte, hier rein. Das finde ich noch ein bisschen... Weil auch wenn es Meckern auf hohem Niveau ist, so ein bisschen bewegen, ja, mit dem Ball wäre natürlich geil. Also so ein kleines bisschen durch die Gegend springen und so. So ein bisschen. So müh. Weißt du? Dass man nicht immer so genau... Oh, da unten. Damit man nicht immer so genau... Dankeschön. Was soll ich sagen? Nicht so genau in die Röhren reinspringen musst. Du nimmst irgendwie so ein bisschen den Floh quasi. Anders würde es mir ein bisschen besser gefallen. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Und es muss nicht deine sein. Und du grüne Neune. Jetzt sind wir schon durch.
So, danke fürs Spielen von A Tale of Paper. Okay, das war nur natürlich die Demo-Version. Und das ganze Spiel natürlich mit mehreren Levels, Puzzles und noch mehr Fähigkeiten. Noch mehr Fähigkeiten, geil. Kommt natürlich dann auch bald. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann auch schon so ziemlich bald. So, demnächst. Und renn doch mal los auf Steam zum Beispiel. Lade hier selbst die Demo runter. Und vor allen Dingen... Setz es auf die Wunschliste. So. Ach du grüne Neune. So, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Und wir können gespannt sein. Potenzial ist da. Story haben jetzt nicht so viel mitgekriegt, aber die Umsetzung, die Grafik, der Grafikstil vor allen Dingen, ist wirklich bezaubernd und macht Lust auf mehr, finde ich. So. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.